Die tritt genauso auf wie jedes andere Spiel. Vollgas nach vorne und gucken, was rauskommt und wie soll sie anders auftreten. Wir spielen aus meiner Sicht gegen die beste Mannschaft dieser Staffel. Und was uns aber nicht interessiert, sondern wir spielen unseren Fußball, wollen nach vorne spielen und alles andere werden wir sehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon nicht lange dabei, aber ich habe jetzt diesen Wettbewerb jetzt bis zum letzten Spiel verfolgt, die Berichterstattung verfolgt, die Abläufe verfolgt. Und ich finde, wir spielen einen sehr, sehr guten Wettbewerb und wir sind in einer sehr, sehr ausgeglichenen Staffel mit sehr, sehr guten Mannschaften. Und da versuchen wir morgen den letzten Schritt zu gehen, um in der nächsten Runde zu sein. Hoffe ich einfach, dass wir aus dem ersten Spiel gelernt haben, dass es so nicht geht. Und wenn wir die Spiele danach beobachten, Nizza hat nicht einmal mit Zuschauern gespielt zu Hause bisher. Wir haben keine Auswärtsfans gehabt, auch wenn vielleicht bei dem einen oder anderen welche dabei gewesen wären. Ich glaube, das ist Schaden genug gewesen und deswegen hoffen wir alle, dass es einfach eher um den Fußball geht und nur um den Fußball. Und wenn es irgendwelche Aggressionen gibt, Emotionen, die sollten wir dann als Spieler, als Trainer dann vielleicht auf dem Platz lassen, aber nicht außerhalb. Und wir haben mittlerweile nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Stadien genug Blödsinn gesehen. Das wäre schon schön, wenn sich langsam irgendwann mal alle wieder besinnen, dass Fußball was anderes für alle bedeutet. Und zwar Spaß und Freude sollte im Vordergrund stehen.